207. Sehr interessant, ne? Dass die beiden jetzt aufeinandertreffen. Bums. Wo ist denn jetzt hier 207? Ja, ne? Interessant. Sehr interessant. Ein bisschen umdrehen, wusste ich doch. Ethan Mars gerade noch von seinem quasi von seiner schrägen ersten Aufgabe zurückgekommen, von seinem Autounfall. Und da sind wir auch schon, 207. Haben Sie den Schlüssel? Mal gucken, ob wir irgendwie dahinter kommen mit Madison. Dass der Ethan eigentlich Hilfe braucht. Er hat Probleme. Ich kann nicht einfach weggehen und ihn sich selbst überlassen. Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Aber es tut sau weh. Ihr Kopf blutet, die Wunde sieht schlimm aus. Ich helfe ihm erst und dann stelle ich Fragen. Schauen wir uns nochmal um hier. Badezimmer, sehr gut. Jetzt finden wir hier was. Wir nehmen alles mit. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Ja, muss. Ich desinfiziere Ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. Fertig. Die Wunde ist gesäubert. Danke. Wunde gesäubert. Haben wir hier verbannt oder irgendwie sowas? Was haben wir denn da noch alles so, ne? Paracomol, Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Eine Tablette, Schmerzmittel. Geben wir die dem? Hier. Nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Ich kann es mir nicht leisten zu warten. An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich brauche eine Dusche. Okay. Ich helfe Ihnen. Ich warte, bis Sie rauskommen. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. Ja. Tür extra nur ein bisschen so einen Schlitz offen gelassen, ne, damit die glupschen kann. Reden Sie! Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen, keine Ahnung warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich bin auf der Durchreise. Ah, hier, Jacke gucken. Was machen Sie sonst, Madison? Wenn Sie nicht Fremde verarzten. Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Ich bin Architekt. Ach Mann, warum hat die nicht das Ding aufgemacht, ey, die Origami-Figur? Warum kann ich denn nicht unters Bett gucken, wo ich die Kiste hingestellt habe? So ein Mist aber auch, Alter.
Es wäre natürlich jetzt super gewesen, wenn die irgendwie darauf käme. Und die dem helfen könnte oder so ähnlich. Aber da ist auch schon. Danke fürs Bleiben. Mir geht es viel besser jetzt. Okay. Ja. Ich gehe dann mal. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich? Ethan. Passen Sie auf sich auf. Ja, da ist Ethan. Oh Mann, also schon echt jetzt schlapp, sieht man. Ja, was machen wir? Will ich da direkt die Kiste angucken? Gucken erstmal, ob die Madison da nicht glopscht, ne? Wir wollen ja nicht, dass die irgendwie davon Wind bekommt, was wir eigentlich machen. Wir wollen ja schön die ganzen Aufgaben bewältigen und einfach nur unseren Sohn zurückhaben. So. Schauen wir nach, was als nächstes verlangt wird. Zittert schon bei dem Gedanken. Wo haben wir eigentlich die Knarre hingegeben? Fällt mir jetzt gerade auf. So, das ist die zweite. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Da geht's schon weiter. Norman Jaden, FBI, ermittelt natürlich auch gründlich nach dem Origami-Killer. Ich bin mal echt gespannt, ob die noch mehrmals aufeinandertreffen, die ganzen vier Personen, die wir hier spielen. Möglicherweise kommen die ja noch irgendwie alle zusammen. Mittwoch 16:26, 52,68 mm mit Carter Blake natürlich. Sie hätten schießen sollen. Wie? Da drin. Er hätte schießen können. Mich töten. Warum haben Sie gezögert? Bevor ich so eine Entscheidung treffe, brauche ich alle Informationen. Ich ziehe es vor, mit dem Verstand zu arbeiten. Ach kommen Sie, es ging um den Bruchteil einer Sekunde. Ich hätte vorher tot sein können. Oh, das tut mir leid. Ich dachte, Sie wären knallhart. Ein Bulle, den niemand was anhaben kann. Ich habe Sie wohl falsch eingeschätzt. Verpissen Sie sich, Norman. Oh, beste Freunde, ey. Das ist er. Na, haben wir 9 Verdächtigen. Alles klar. Miroslav Korda? Ja? Lieutenant Carter Blake, ich habe ein paar Fragen. Scheiße, worauf warten Sie? Er haut ab! Und schnell hinterher. Hey, Mann, Vorsicht! Ah, oh, verdammt, ich hab doch... Na los, das kriegen wir jetzt aber hin hier. So ein paar Tasten drücken, das kann doch jeder, oder? Komm. Den hast du. Oh.
Oh, fuck! Oh, sorry. Tut mir wirklich leid. Jawohl, wir gehen oben lang, Freundchen. Und jetzt da unten. Verdammt, Alter. Ach, super. Oh, fuck, fuck, fuck. Nein, Akku leer. Aber der hält noch. Wenn er jetzt abkackt, der Akku, Alter. Das ist natürlich das Schlimmste. Na super. Freundchen. Bleib vernünftig, Alter. Keine Saukälte hier, meine Hände sind ganz taub. Scheiße, wo ist der hin? Ich sehe hier gar nichts. Na los, zeig deine hässliche Visage. Der flieht nicht. Ich kriege den Scheißkar. Wo zur Hölle ist Blake? Freundchen, Alter. Mach mal keinen Scheiß jetzt hier. Wo ist der hin, ey? Du bist total falsch, ne? Freunde, wo muss ich hin? Oh, fuck. Dieser Schwein, ey. Jawoll, ey. Jetzt haben wir dich, Alter. In Schwein rein. Na super, geht doch. Das wäre jetzt böse. Anscheinend haben wir unseren Origami-Killer. Das ist er. Ja, hättet ihr mir ja gleich an Ort und Stelle schlachten können. Naja, ist ja zu böse, aber. Da ist er, Scott Shelby. Mit seinen gelb-grünen Augen. Der perfekte Blick für einen Privatdetektiv. Mittwoch, 19.28 Uhr. 57 mm steigt immer mehr. Und da sitzen wir an unserem Schreibtisch. Und sind anscheinend mal kurz eingenickt. Na komm, Freundchen, wach auf. Wir müssen den Origami-Killer schnappen. Komm. Was machen wir? Gucken wir erstmal die Schubladen hier alle durch. Asthma-Spray. Dürfen wir nicht vergessen. Sonst erstickt er uns irgendwann nochmal. Ach ja. Ja gut, ne? Nehmen wir mal einen Schluck, müssen wir wieder wach werden hier. Das war eine Polizeimarke. Aber ist er Privatdetektiv? Kann sein, dass er früher mal Polizist war. Oh ja. Eine Knarre hat er auch dabei. Dann würde ich sagen. Ach, da haben wir noch was. Können wir uns jetzt die Sachen hier noch anschauen? Er hat anscheinend gründlich recherchiert. Die ganzen Fälle.
Ich würde sagen, schauen uns mal ein bisschen um hier. Schlafzimmer. Ja, da haben wir's. Er war wirklich mal Polizist. Ja, es regnet. Und regnet und regnet und regnet. Badezimmer mal hier. Ja, erstmal ein bisschen wach werden hier. Alle Zeitungen schreiben über Sean Mars, den verschwundenen Jungen. Die verdammte Feuchtigkeit nimmt mir die Luft. Hoffentlich hört der Regen bald auf. Ich habe mit den Eltern aller Opfer gesprochen und habe nur ein Telefon und einen Karton mit Origami-Figuren. Die Pause war nötig. Ich schlafe schlecht, seitdem die Morde wieder begonnen haben. Fridge, Kühlschrank. Nochmal. Na gut. Ich sage jetzt einfach mal, das war ein Orangensaft. Was genau muss ich denn jetzt hier machen, bitteschön? Shelby, da klingelt's an der Haustür. Bin ich hier richtig?